Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Ich bin heute mit dem Dennis unterwegs, hier zu meiner Linken, zu meiner Rechten, wie immer der Thorsten. Und wir sind heute auf einer alten Zeche und wenn ihr Bock habt auf ein neues Video, dann seid wieder dabei. Warnhinweis: Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. So, und das Ding ist, der Dennis, der ist hier, also der hat hier gearbeitet. Der hat eine Ausbildung gemacht. Werkmechaniker und war auch hier früher unter Tage. Einwandfrei. Und wenn ihr Bock habt, seinen Kanal zu folgen, dann werde ich ihn unten verlinken. Der macht nämlich auch YouTube-Videos. Und der weist uns jetzt hier mal ein, würde ich sagen, oder? Ja, sicher. Glück ja, auf. Mit. Glück auf. Das ist schon eine geile Stimmung jetzt hier, wenn die Sonne so untergeht, finde ich. Auch, es ist aktuell übelst warm. Wir haben, glaube ich, 18 Grad, fast schon Sommer. Und es kommt mir vor wie so ein lauer Sommerabend irgendwie. Krass, guckt euch mal das ganze Areal hier an. Guck mal, Alter. Der Dennis kann uns bis nach ganz oben bringen. Leute, das machen wir jetzt erstmal. Wir brauchen nochmal den Sonnenuntergang. Hammer, oder? Oder vielleicht doch nicht. Ist das Tor zu? Das ist zu. Aber du hast einen Plan B. Plan B, genau. Ach, wir können rum. Ja. Ja, du bist unser Führer. Du hast ja hier gearbeitet. Du musst ja Leben in der Lage halt, ne? Krass. Hier war der Parkplatz hier vor uns? Nee. Ganz alte Schildaufbauer gelagert. Ach so. Und jetzt mal dann da knapp unter Tagesordnung gebracht, ne? Also ein Lagerort quasi. Ein Lagerort quasi. Fällt da jetzt alles zusammen, oder nicht? Hm? Fällt da jetzt alles zusammen? Nee, ich habe da auch mit Beton ausbetoniert. Ich glaube, bei 700 Meter haben sie Stopfen gemacht und dann Sand rein. Das für ein Aufwand ist, ne? Ja. Wie tief ist denn das hier insgesamt? Wie tief geht es hier runter? Ich glaube, 1200 Meter. Krass. Und die tiefste Stelle war hier, wo ich war, gearbeitet habe, 1600 Meter. Übelst. Da bist du rausgegangen? Genau, hier raus, Lichtschacht, hör doch zurück, da kommst du im Lager rein. Lager hoch. Das haben sie wieder zugemacht. Also hier musst du ja fast aufpassen, wenn du drin bist, dass du dann nicht eingesperrt wirst. Ne? Also du rauskommst, dann ja wieder. Wir waren vor die Tür. Warum durch ein Fenster? Wir brauchen mal einen Lager. Hier ist der Lastenaufzug. Was ein Riesending. Ich habe selten so ein Riesenteil gesehen. Hier war Sprengstoff gelagert? Nee, ich glaube draußen. Irgendwo. Aber nicht hier. Macht Sinn, ne? Ja, doch. Extra im Bunker oder so.
Den habe ich von Schacht 13 bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Fledermaus und ein Vogel, Bruder. Übel. Was für eine Halle hier. Alles ist markiert mit Nummern. Ich denke mal, das wird irgendwann jetzt mal abgerissen. Das ist eine Fledermaus, oder? Ja. Das arme Tier. Ich habe die drauf. Rausbauen aus dem Kraut. Da haben sie das extra hier noch alles gebaut, aber wurde nichts raus. Ja, was war? Oben in der Kauer sollten die Asylbewerber alle schlafen. Ach so, okay. 2015. Ja, genau. Haben sie alles gebaut hier, zack. Aber hier kam keiner zum Schlafen. Ja, ja, läuft. Läuft. Das haben sie extra noch gebaut, das ist ja krass. Also Dennis, das ist ein richtiges Abenteuer hier mit dir, ich merke das schon. Ja, das war auch lustig, ne? Alleine hier. Alter. Vor allen Dingen bist du sehr schnell unterwegs. Also ich würde alleine, glaube ich, hier nicht mehr raus. Ja, jetzt schon noch, aber wer weiß, wie weit wir noch reingehen. Das ist die Heizung. Schön. Womit haben die geheizt? Nicht mit Kohle wahrscheinlich, ne? Nee. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man Kohle fördert. So, 2016 das letzte Prüfsiegel hier. Weißt du Bescheid? So alt ist das noch nicht. Thorsten hat auf jeden Fall einen sehr knackigen Arsch, finde ich. Wir sind jetzt unterm Förderturm quasi. Wir sind eigentlich noch nicht. Ja, du warst ja auch nicht überall tätig, sag ich mal, ne? Du kannst ja nicht alles wissen. Und was warst du da für ein Dienstgrad? Ich war Bergmann. Bergmann. Bergmechaniker, ja, sehr gut. Das ist die Fördermaschine. Hier war der Antrieb, hast du gesagt? Der Antrieb zum Förderturm. Krass. Für die Förderturm. Hier ist das Wichtigste, was in keiner Schachtanlage fehlen darf. Eine Toilette? Ja, der Schachtkopf. Hier sieht man schon den sehr bekannten Schachtkopf hier. Dennis, kannst du uns was zu dem Schachtkopf erzählen? Zu dem Schachtkopf? Hier, der Schachtkopf. Achso, ja. Das ist der Schacht. Also hier ist die Schaltzentrale quasi, der Steuerraum. Genau. Hier kann ich zum Beispiel jetzt anrufen und sagen, das ist die Telefonnummer. Ah ja. Bergmechaniker Dennis, ja, bitte einmal ans Erdgeschoss kommen. Erdgeschoss vor allem. Krass, ich finde das sehr schön. Das ist auf jeden Fall. Du bist quasi ein Zeitzeuge. Genau, ein Zeitzeuge der Biergabe. Kalender, von wann ist der? Steht da oft gar nicht mehr drauf, das macht wenig Sinn. 2016, also 2016. Ja, genau. War hier Bambule. Auf Deutsch gesagt, genau, 2016 war hier Schicht im Schacht und 2015 haben sie versucht, das, oder zumindest einen Teil, zu reanimieren quasi und dort Flüchtlinge unterzubringen. Aber aus irgendeinem Grund ist das wohl gescheitert. So viel zum Thema, Leute. Wer keinen Rückgrat hat. Alter, ich zeig die Toilette jetzt mal nicht von innen. Aber hier sind auf jeden Fall viele Aufkleber an der Wand. Das ist auch ein Teil der Geschichte, dass man immer Aufkleber irgendwo hingeklebt hat. Genau. Hier ist eine Trennwand, dass man quasi einen Windschutz, würde ich jetzt mal sagen. Der Waldi ist unterwegs.
Was geht denn ab? Was geht denn ab? Hier, Datum. 28. Januar 21 sogar. Ach, die haben das noch mitgebracht hier rein zum Lesen oder was? Weiß ich auch nicht. Westfälisches Volksblatt. Erinnerung an gemeinsame Geschichte. Steinmeier und ein Rabbiner. So, hier noch ein altes Schild. Also was hier alles rumfliegt, das ist der Wahnsinn. Und ich würde auch gerne gleich nochmal zumindest vielleicht da hochgehen, Dennis, ja? Und mal ein Foto von da oben nach hier unten schießen, weil das einfach wirklich hammergeil aussieht. Ne? Laut Waldkurt ein epischer Moment. Genau, ein epischer Moment. So Leute, hier haben wir das Ganze nochmal von unten. Das ist einfach der Hammer und riesig. Das gucken wir uns später nochmal an. Wir wollen jetzt erstmal hoch auf den Turm, denn die Aussicht genießen. Und da müssen wir ein bisschen zügig unterwegs sein. Ich glaube, die Sonne werden wir eh nicht mehr abbekommen. Ich glaube, wir müssen erstmal die nächste wieder zurück. Ne? Echt? Hast du dich verlaufen quasi? Also hier war ich selber noch nicht. Achso. Woher kommen wir doch? Was hier noch rumliegt, das ist ein riesen Kugellager. Ja, unglaublich. Was das für ein Wert hier ist und hier noch neu verpackten riesen Kugellager. Also, wir gehen jetzt erstmal weiter. Aber ich komme nicht raus hier. Ich finde das einfach krass. So Leute, wir haben uns nämlich verlaufen und müssen jetzt nochmal zurück in die andere Richtung. Darüber wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten. Thorsten hat gesagt, ich soll ganz nah an die Fledermaus rangehen, dass die abhaut. Hallo? Warum nicht? Wo sitzt sie? Ach, die hängt da an der Wand? Ja. Oh. Ja, die werden jetzt langsam aktiv. Es wird immer wärmer draußen. Hier ist das? Geil. Also der Dennis, der ist eben so ein richtiger, der kennt sich aus. Ja, wenn die Tür jetzt zufällt, ist das abgeschlossen, oder? Nee. Alles gut. So, abgeschlossen. Guckt mal hier, Leute. Hier haben die Bergleute ihre Klamotten abgeholt, denke ich mal. Richtig, ich bin da selbst Tag. Wie ist dann, wie? Kannst du uns das mal erklären, wie das hier so abgelaufen ist? Ja, was ist das? Erstmal umgezogen. Dann ist man hier reingekommen, muss dann erstmal, dann muss man seine Kupfer holen und hier liegt der selbst Tag, weil ich abgeholt. Achso. Dann hat sich eingestanden. Ach, hier konntest du dich dann einstempeln, oder was? Ich glaube doch. Handmessgerät. Hast du die Messgeräte ab? Ja. Gasmessgeräte. Hast du hier wieder abgegeben? Genau. So, wenn wir gerade hinkommen, ist es geschafft. Krass, hier hängen noch die ganzen Aushänge. Ich kann die nicht filmen wegen Datenschutz, aber ist schon mal interessant zu sehen. So voranschließt das hier echt noch nicht. Wir Bergleute sorgen seit Jahrzehnten für Energiesicherheit in unserem Land. Wir wollen weiterhin mit hellen Köpfen Energiesicherheit in Deutschland, für die Energiesicherheit in Deutschland sorgen. Seht ihr. Und jetzt werden diese ganzen Strukturen wieder neu aufgebaut, weil wir Alternativen brauchen. Quasi Krankengeld von der Krankenkasse, ne? Ach so. Hier ging's jeden Morgen ab zur Arbeit. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall. Hier bist du. Wie, genau. Wie lange warst du hier tätig? Ein Jahr. Ein Jahr. Auch vielleicht nicht so runterfilmen.
Da haben sie komplett alles verfüllt, bis da vorne. Achso, also 3-4 Meter tief hier runter. Genau. Und ab da. Gibt es denn hier noch so Entgasungsrohre oder irgendwie sowas? Die gibt's auch. Die sind aber draußen. Die sind draußen? Ja. 1600 Meter was unter Tage, das ist der Hammer. Da hast du keine Muffensausen gekriegt oder irgendwas? Nee. Auf jeden Fall war das Tor immer früh auf. Bevor der Kopf runterging, habe ich nochmal die Sonne gesehen. Oder besser gesagt den Himmel. Und dann für 8 Stunden? 8 Stunden. Nicht mehr. Außer wenn über 40 Grad waren, dann hast du nur 7 Stunden gehabt. Krass. Das ist der Hammer. Respekt. Dankeschön. Kriegst du jetzt so eine Bergrente oder sowas? Nee. Ja. Und hier war der Anstreber. Der hat den Förderkorb besser gemacht hier. Das ist der Anschläger? Anschläger heißt hier. Was würde ich denn als Laie sagen? Der war der Aufzugswärter, ne? Achso, der hier hoch und runter gefahren hat, der hat ja auch einen geilen Job wahrscheinlich, ne? Der hat mal die Materialien in den Förderkorb gefahren. Werkzeuge, Maschinen, Aufbau. Krass. Kann man sich gar nicht vorstellen, alles irgendwie, dass die alles so menschenvoll war und darum nachgearbeitet hat. Man hat ja schon, also ich zumindest, viele Dokumentationen gesehen und dann, es wurde ja da alles gezeigt. Ne? Also ich finde das hochinteressant. Ich hätte das früher auch gerne mal gemacht. Ach, hier ist das Tor, wo wir gerade standen. Ja, genau. Und hier kommt man jetzt nicht weiter. Ja, auch da wird ein bisschen besser. Achso, da geht noch eine Treppe hoch da hinten. Ja, dann gehen wir mal da lang, oder? Ich will ja noch die Sonne sehen. Wenn die von morgen früh. Ich schlafe heute hier. Film mal den Dennis. Oder mach mal Licht. So, wir müssen auch mal hier ein bisschen Platz schaffen für neue Räume und mal Umwege gehen, dass wir hier hochkommen. Einfach mal über so einen Zaun klettern hier. Wir müssen übrigens jetzt alle Lampen erstmal vorübergehend ausstellen, weil man uns sehen könnte von draußen. So, jetzt geht es wieder bergab quasi. Wir müssen auf die andere Seite und da wieder hoch. Hier ist kein Aufgang möglich. Na, das Leben auf dem Nussplace ist kein Zuckerschlecken. So ist das, Leute. Was ist das? Die Entgasung. Wow, also da kann man keinen Stein reinschmeißen, um zu gucken, wie tief es ist. Das ist mal professionell gemacht. Bei vielen Schächten hast du das halt so, dass du dann auch wirklich das manipulieren kannst quasi. Ja, da können wir wieder an der Seite hoch, oder nicht? Schafft ihr das? Ja, hundertprozentig, was ist denn los? Wir sind jung und dynamisch. Hallo? Guck mal, wie der da hoch macht, wie ein junges Kätzchen. Miau. Hier ist der Herr, Herr Wikinger. So Leute, weiter geht's, sagt der Dennis. Also geht's weiter. Wir müssen die Lichter jetzt, glaube ich, mal dimmen ein bisschen, oder? Ein bisschen runterfahren hier. Wie auch immer das nochmal geht. So. Aber jetzt sind wir schon draußen quasi. Wir sind ganz oben, man kann es halt nicht mehr sehen, weil die Sonne untergegangen ist. Es ist auf jeden Fall richtig krass hier oben. Es geht ein leichter Wind, aber trotzdem noch warm. Und da hinten ist halt so ein großer, so eine Chemiebude. Und hier ist halt, ich weiß gar nicht, wie hoch das hier ist, aber bestimmt 50, 60 Meter. Ich filme halt nur Dunkles jetzt. Das ist schlecht. So Leute, wir waren jetzt ganz oben. Ja, man konnte halt nichts sehen. Wir mussten die Lampen ausmachen, weil hier gibt es viel Polizei und Werkschutz etc. Da muss man halt aufpassen. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Fotos gemacht, die habe ich euch ja gerade gezeigt, als kleinen Beweis. Aber ich denke, das wäre hier auch mal eine gute Idee, hier einfach oben auf dem Turm zu schlafen, eine Nacht. Also, ja, drücken wir mal ein paar Daumen und dann penne ich hier vielleicht mal eine Nacht. Wer Bock hat von euch beiden, der kann mitmachen.
Oh ja. Ihr seid begeistert? Ich kann mir nicht selber das vorstellen. So geil, auf einer Zeche pennen. Vor allem ganz oben auf dem Turm da. Hammer. Unter Tage haben wir nur Scheiße gebaut. Also, ja, man hat nur gelacht und ja, wir waren unter Männern. Ja. Stimmt das eigentlich, dass da viele Mäuse rumgerannt sind? Mäuse, genau, ganz viele Mäuse rennen da unten rum. Wenn du da saß, hast gebuttert, so hieß das früher, hast dann Butterbrot gegessen, wenn ein Stück runtergefallen ist, sofort kamen die Mäuse an. Und ganz viele Grillen. Und ich habe mal gehört, Grillen? Jetzt weiß ich aber nicht, ob das stimmt, war wie draußen krass. Auf dem Feld. Ne? Ich habe mal gehört, dass es Leute gab, die haben die Maus gefangen und haben da so einen Playmobil-Helm auf den Kopf geklebt. Und da sind da ganz viele Mäuse mit Playmobil-Helmen, so Bauarbeiterhelmen durch die Gänge gerannt. Ja, stimmt das auch. Gut, ist jetzt vielleicht Tierquälerei, aber... Ne, da gab es andere, die waren Tierquäler. Haben sie unter der Wandrolle runtergeworfen. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Oh, nächste Maus. Ja. Das Tech von der Tier werde ich auch noch haben. So, und bei anderen Zechen, da werden Ratten, ne? Krass. Hier kommen wir noch in den Förderkorb rein, oder? Heißt das Förderkorb? Hier. Ach nee, doch. Ja. Alter. Das war der Notfall-Förderkorb. Also bist du damit nie hochgefahren? Nein. Oder runter, meine ich? Außer wenn hier der andere da kaputt war, ne? Ach so. Der ging dann hier runter. Wie viel gab es denn hier? Zwei? Zwei, ja. Ein Haupt- und einen Notfall. Genau. Ah. So Leute, hier stehen eine Menge Eimer und zwar sind das die Proben, mit dem der Sand verfüllt, also der Schacht verfüllt wurde. Der Sand, die Proben sind das. Ne? Krass. Das ist ein Stück Geschichte quasi, dieser Sand. Ne? So, wir gehen jetzt mal in die Kauen rein. Das ist da, wo die ganzen Körbe hängen und wo die Leute sich gewaschen haben, umgezogen haben, geduscht haben. Ja, in den Körben waren dann halt unter anderem Seifen drin und die ganzen privaten Anziehsachen. Hier ist man duschen gegangen quasi. Umkleide duschen. Und wenn man dann hier links geht. Aber hier die Tür. Nee, hier links direkt. Hinter uns. Ja, dann läuft man da drüber und dann kommt man da durch, Thorsten. Und hier waren die Duschen. Hier alles kaputt machen. Duschen, Toiletten, genau. Hier hat der Dennis seinen Stuhlgang verrichtet. Was ist das hier? Das sind die Duschen. Hä? Da kam oben das Wasser raus. Ja. Und dann, was hast du hier mit den Hockern gemacht? Da hast du dich drauf gesetzt oder was? Ach so. Was so schwarz, da müssen wir sogar noch einen Kumpel fragen, dass er hier den Schwamm und der Rücken sauber schon. Macht Sinn, alleine kommst du ja nicht mal dran, ne? Krass. Hier hängen sogar noch die Spiegel, Leute. Das ist Wahnsinn. Die Spiegel lassen sie immer hängen, komischerweise. Aber hier ist die Steigerkauer. Die Steigerkauer. Hier waren quasi der VIP-Bereich von Untertage. Die ganzen Körbe haben sie abgemacht. Das war. Nee, doch, da hängen nur noch die Ketten. Oh, das fand ich immer so geil bei den anderen Zechen. Leute, wenn ihr Bock habt auf eine Zeche mit Körben, ich verlinke euch das Video mal hier oben im Video und zieht euch das mal rein. Hier hingen nämlich überall so Körbe, die konnte dann jeder runterlassen. Und da waren die Wechselsachen bzw. die dreckigen Sachen drin. Ich benutze übrigens auch die Seife von denen. Da gibt es doch RAG, das ist so orangene Verpackung, da habe ich mal günstig welche geschossen, ich glaube 50 oder 100 Stück, für also 10 Stück für 10 Cent oder 1 Euro oder so. Und ich kaufe jetzt für 8 Euro jetzt. Ehrlich? Echt? Ich kann richtig Reibach machen. Ich habe da noch 30, 40 Seifen zu Hause. Ich wasche mich damit jeden Tag. Das die Zivilkleidung hat man hier hochgezogen, wie du gerade schon gesagt hattest. Dann ist man, dachte ich, rübergegangen in einen anderen Korb. Und dann hat man da die Arbeitsklamotten auf dem Boden runtergelassen. Da gab es quasi einen Schwarz-Weiß-Bereich hier. Genau, Schwarz-Weiß.
So nennen wir das übrigens auch auf der Baustelle, wenn irgendwie kontaminierter Bereich ist, wir durch eine Schleuse müssen, ist das auch ein Schwarz-Weiß-Bereich. Also wenn du als Schweißer im Schweißbereich, wenn du Edelstahl hast oder schwarzen Stahl, ist auch Schwarz-Weiß-Bereich. Ach, hier ist die saubere, ne? Hier ist der saubere Bereich. Übel. Und wo, kannst du dich nur daran erinnern, wo dein Platz war? Irgendwo. Irgendwo. Hast du keinen Aufkleber irgendwie vom Apfel dran gemacht oder so? Ach so. Krass. Geile Geschichte. Hier ist aber dein Notizzettel. Stroh die alte Ötze. Was? Stroh die alte Ötze? 015222. Genau, Leute, ruf mal an, wenn ihr nichts zu tun habt. Hase 46, haben sie bestimmt. T-Shirt, Schuhe 41, Pulli. Größe 6. Hase. Ach, Hose steht da. Das sind die Ohrenstäbchen von den Leuten, die hier gearbeitet haben. Quasi die letzte DNA, die noch hier verblieben ist. Ist ein bisschen eklig, ich weiß, aber Glück auf. Hier sind wieder Duschen. Genau. Für die ganz normalen Arbeiter. Ein bisschen größer, ne? Und warum wurden die jetzt separiert? Weil das einfach so ein... Die schwarz waren von der Kohle. Ja. Die hatten halt einen höheren Rang und hatten eigene Duschen. Darum ging es eigentlich nur, ne? Ja. So, Leute, wir sind jetzt auch durch. Guckt nochmal beim Dennis vorbei auf dem Kanal. Wie gesagt, werde ich euch den verlinken. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao mit V und schön mit Ö. Und bis bald im Wald. Jo, und alles andere auch. Macht's gut.